Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Wer hätt's gedacht? Ja, wir haben beim letzten Mal mit Metal Mario den Glockencup absolviert. Ich meine, es war der Glockencup. Ja, ne? Ich merke mir das nicht. Ich kann mir das. In Mario Kart 8 kann ich mir das nicht merken. In Mario Kart Wii, da kann ich mir sowas merken. Heute spielen wir mit. Nein, Lakitu ist eine Arschgeige. Weiß ich nicht. Mit Baby Daisy. Oder? Ich weiß nicht. Ich verachte halt alle anderen. Also, ja, you know. Ein neues Fahrzeugteil. Der Hyrule-Gleiter. Parasegel. Aha, okay. Ich möchte bitte... Alter. Oh mein Gott. Ey, wie das aussieht. Aber das Go-Kart hatten wir letzte Folge. Rennwagen. Einfach so ein Baby in einem Rennwagen. Und der Schnuller drückt einfach die ganze Zeit auf die Hupe. Ich werde nicht mehr. Den Sauseschuh. Oh mein Gott. Alter, wie das... Nehme ich. Fühle ich gerade. Aber vielleicht mit an. Ey, wie das aussieht. Ich werde nicht mehr. Guck mal, die hinteren Reifen sind größer als die vorderen. Ich nehme. Tut mir leid, ich muss. Ich nehme die Schwammreifen, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich. Ach nee, ich nehme den Gleitschirm. Seid mir nicht böse, ich nehme den Gleitschirm. Gut. Ja, das war der Oh, ich habe Glockencup gesagt. Ne, entschuldigt, das war der Crossing Cup. Entschuldigt bitte. Der Panzer Cup ist heute dran. Und den mag ich tatsächlich. Kumu Weide von Mario Kart Wii. Aus Mario Kart Wii. Entschuldigung. Das sind alles Verwandte von mir. Alter, dieser Sauseschuh, ne? Wie kommt man auf sowas? Und diese überdimensional große Krone. Ja, genau. Das fängt ja... Oh, das fängt ja... megamäßig an. Geilo Matico. Ja, geh mal Windschatten hier. Komm. Sei doch nicht so geizig. Ich weiß, das sagt der Richtige. Ich bin leider oft, beziehungsweise immer und gerne geizig. Ich teile halt nicht. So, ich weiß nicht. Man muss hier immer... Oh, verdammt, ich habe nach hinten gedrückt. Ja, genau! Einfach Instant Karma. Und das war auch gerade sehr knapp. Was wollte ich sagen? Man muss halt immer erst um sein eigenes Überleben kämpfen und so. Sag mal! Du Arschgeige. Ich mag das Wort Arschgeige. Weil das macht halt... Das ist halt keine Beleidigung in dem Sinne, weil jeder hat einen Arsch und... Wie soll ein Arsch aussehen wie eine Geige? Ich meine, die hat Saiten und einen Griff und... Ich höre auf. Here we go! Irgendwie sweet. Weg da! Sonst werdet ihr Chicken McNuggets. Ich weiß, das waren Vögel, ist mir egal. Aua. Münzen! Ja, genau! Warte, wurden die Kühe gerade... Nee, das war das Schnaufen. Ich dachte gerade, die Kuh wurde vom Blitz getroffen. Ha, erstmal so ein Steak. Ja, aber jetzt so ein geiles Steak? Aus vom Grill? Oh, ja, doch. Wäre ich für. Ha, guck mal, richtig gemein jetzt die Banane platziert. Jetzt kommt gleich wieder ein Stachi. Wetten. Hier, kurz vorm Ziel. Ja, oder ein Panzer. Ja, natürlich. Oder ein Panzer. Natürlich, ne? Natürlich. Ist klar. Immer kurz vorm Ziel. Immer. Wie willst du da die... Ich weiß nicht, wie viele Münzen sind es in Mario Kart 8 Deluxe? Ich hab's vergessen. Ich hab's in der ersten Folge... zweiten Folge erwähnt. Ich weiß es nicht. Aber wie willst du da die Münzen vollkriegen? Wie? Das suchst du dir doch nicht aus. Marios Piste.
Vom Game Boy Advance. Die haben sie dann aber krass, wie nennt man das denn? Geremaked? Ja, geremaked, ne? Weil einfach nur geremastert wäre, weiß ich nicht, halt nur an die heutigen Verhältnisse angepasst. Aber sie haben sie ja... Jawohl, es trifft irgendwie beides zu, weil das hier gab es wohl kaum in der GBA-Version hier so, ne, weil, ja. You know. Das ist ja eine Neuheit in Mario Kart 8 gewesen. Ich sag mal, wie kann man denn so aimen? Wie? Ja, genau. Piss dich, du. Baby Pitch, Alter. Steck dir dein Panzer sonst wohin, ey. Weißt du, die richtig mit Bande. Schade, ich hab sie nicht nochmal getroffen. Macht nichts. Ich wollte den Beschleunigungsstreifen mitnehmen. Hat nicht geklappt, Mist. Ah, nicht, nein. Baby Daisy, nicht in Sand. So, ist später Zeit für Sandkastenspielerei, aber doch nicht jetzt. Ich meine, gut, was laber ich? Das ist ein Kind und sitzt im Auto ohne Führerschein. Also, okay, ich habe auch noch keinen. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Ich habe gerade losgelassen, Mist. Ich wollte den Panzer nicht wegwerfen. Ich habe gerade gefettfingert. Gefettfingert ist auch so ein... Sind das eigentlich zwei Wörter? Gefettfingert. Nee, das ist ein Wort, ne? Ich frage mich, wann die Zeit kommt, wann gefettfingert im Duden steht. Obwohl, sowas wie LOL oder... Also, okay, das ist ja auch mehr so ein... Das ist ja kein Verb. Das ist ja mehr so ein Ausdruck. So, ne? Gibt's eigentlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Juden? Nein, entschuldigt, ich habe mich nur vertan. Ein Jugendsprachbuden? Buden? Duden. Als ob das noch gezählt hat! Mit dem Blitz und den Münzen. Imagine. Immer kurz vorm Ziel. Egal was. Panzer, Stachy, Blitz. Ganz egal. Hauptsache vorm Ziel. Cheep Cheep Strand vom Nintendo DS. Also aus Mario Kart DS. Ist eine schöne Strecke. Aber ich hätte Cooper Cup aus Mario Kart Wii mehr gefallen. Okay, gut, das hatten sie in Mario Kart 7 geportet. Stimmt, ne? Den Cooper Cup, den gab's auch nochmal. Das hat mich damals extrem gefreut, dass es den in Mario Kart 7 auch gab. Gerade wegen diesem... Oh, guckt euch das Wasser an. Oh mein Gott. Warum ist das so schön? Ja. Oh. Nee, ich hab nichts gesagt. Alter, gespiegelt ist das hier echt nochmal... Oh, da ist ein Baum! Aber ich schmeiß die mal weg. Ich hole mir jetzt hier neuen Kram. Du bist eine Missgeige. Gibt es eigentlich Menschen, die es schaffen, sich in Mario Kart nicht aufzuregen? Also ich meine, okay, man muss es schon irgendwie als Kind oder so gespielt haben, beziehungsweise, ja. So, das ist Voraussetzung. Als Kind gespielt haben und auch gerne gespielt haben und ich sag mal, es auch irgendwo können. So. Klar, das ist jetzt nicht statistisch festzuhalten, aber, oder, ja, aber, you know what I mean, ne? Weil wenn man das Spiel nicht kann und nie gespielt hat, klar, dass man da nichts geschissen bekommt und sich dann auch dementsprechend nicht aufregen muss, kann, braucht, wenn man hier, wie sagt man so schön, gemario-kartet wird, ja, makes sense, ne, so. Alter, mein Panzer ist richtig smart unterwegs gewesen. Der hat einfach für mich die Strecke ausspioniert und geguckt, ob da vorne frei ist. Warum? Okay, nee, alles gut. Alles gut, ich hab nichts gesagt. Aber natürlich werfen die wieder auf unbewaffnete Fahrer ihre roten, zielsuchenden Panzer. Klar, natürlich. Das ist auch überhaupt nicht illegal.
Eigentlich ist das wohl die Körperverletzung, ne? Und Sachbeschädigung. Fick doch die Henne. Das geschieht dir so recht, ne, Baby Pitch? Oh mein Gott. Verpiss dich, Link. Ich mag dich, aber gerade nicht. Nein, nein. This girl is on fire. Geh weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hat einfach die Feuerblume ausgepackt. Ich dachte, das war's. Oh mein Gott. Huch, ich, ja. Easy win, ne? Ich... Toads Autobahn aus Mario Kart 64. Die erinnert mich immer an die Mondblickstraße aus Mario Kart Wii. Immer. Always. Sag mal, apropos Always. Ich weiß, das ist jetzt wieder so eine Frage, die kann auch nur ein Kerl stellen. Aber wie kann man eine Bindenmarke Always nennen? Ich meine, als Frau, ne, wenn du eine Periode hast und so, das ist doch nervig. Das tut einfach nur weh, es ist einfach nur nervig und bla und blub, Stimmungsschwankungen, bla. Wie kann man dann Binden kaufen, die Always heißen? Oder anders gefragt, wie kann man Binden verkaufen, die Always heißen? Weil Always gleich immer. Das heißt, du trägst das immer mit dir rum. Gut, vielleicht in der deutschsprachigen Kultur nicht so fatal, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, in Amerika, in England, meinst du, da haben die Frauen nicht ihre Tage so? Und die haben dann einfach mit Binden zu tun, tagtäglich, so ungefähr, die Always heißen. Das heißt, das sorgt doch für Depressionen, oder nicht? Also klar, ich kann sowas nicht beantworten, ne, Alter, Wendy, ne? Geh mal zurück zu Bob und geh Bauarbeit und so. Ich tut mir leid. Mistsau. So. Nee, aber trotzdem, wie kann man eine Bindenmarke Always nennen? Das ist wie... Jetzt brauche ich ein gutes Beispiel. Das ist wie, als würde man eine Kondommarke Never nennen. Ich... weiß ich nicht. Ich meine, gut, das ist vielleicht nicht ganz so fatal, aber... wisst ihr, worauf ich hinaus will? Eigentlich will ich nirgendwo drauf hinaus, aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Yay! Ich behalte die Hupe. Da könnt ihr aber glauben. Wow. Eine Münze, natürlich. Warte, wo ist denn das Ziel? Wo bin ich überhaupt? Da. Warte, wir haben es gleich. Wenn jetzt nicht noch irgendein... Ja, natürlich, da kommt ein Stachi. Verpiss dich. Wahrscheinlich. Obwohl, diesmal war es nicht kurz vorm Ziel. Muss ich gestehen. Ja, natürlich. Und natürlich sind jetzt hier auch wieder keine Münzen vorm Ziel. Nee. Also die Sache mit den 10 Münzen im Ziel, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst so viele Items bei dich haben, der Blitz nimmt dir alles. Und wenn du kurz vorm Ziel bist und keine Münzen mehr kommen, hast du... Oh, ich bin Erster geworden auf der letzten Map, 60 Punkte. Aber dann hast du verkackt. Punkte und 3 Sterne, liebe Freunde. Du hast 950 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Das liest man aber auch irgendwie jedes Mal, ne? Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Geiler Pokal, by the way. Das ist aber ein Para-Cooper-Panzer, aber gut. Oha, die Smaragde. Hübsch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.